Grüß Gott und ein herzliches Halleluja, liebe Schwestern und Brüder, am Pfingstsonntag. Was für ein wunderbares Fest. Gott schenkt den Aposteln den Heiligen Geist in den gewaltigen Bildern von Sturm und Feuer. Und er begeistert sie, sodass sie die frohe Botschaft zu allen Menschen tragen. Pfingsten, das Geburtsfest der Kirche. Und auch wir selbst können diesen Geist Gottes empfangen. Im Gespräch mit anderen, im Gebet, im Lesen der Heiligen Schrift. Immer wieder spricht Gott zu uns und er gibt uns die Kraft, hinauszugehen und andere davon zu begeistern. Gerade heutzutage ist es in der Kirche so notwendig, dass viele Menschen diesen Geist der Liebe, den Geist der Freude, den Geist der Stärke in sich vorfinden und ihn anderen bringen. Wir haben gerade ein wunderbares Hochamt gefeiert mit einer großartigen Messe von Josef Haydn. Alle haben gespürt, wie schön es ist, gemeinsam zu beten, zu singen, auf Gott zu hören und diese frohe Botschaft weiterzugeben. So wünsche ich Ihnen auch, dass Pfingsten für Sie ein solches Fest der Begeisterung ist. Gehen wir hinaus, erzählen wir den Menschen von Christus. Lassen wir uns als Christen in der Welt sehen, weil der Heilige Geist uns beflügelt, uns weiterführt. So, das war's zum Pfingstfest. Aber jetzt nochmals die Einladung. Nächsten Samstag und Sonntag, 14. und 15. Juni, feiern wir unser Pfarrfest. Kommen Sie, Samstag ab 15 Uhr, Sonntag um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst im Garten. Kommen Sie ins Neukloster. Sie finden auf unserer Homepage alles, was dazu stehen soll. Also, ich freue mich, wenn wir uns sehen. Und ich freue mich auch, wenn Sie ein bisschen von dem, was ich Ihnen vermitteln möchte, aufnehmen können und weiterführen. Halleluja, alles Gute, Gottes Segen zum Pfingstfest.